zweiwöchiger Kränklichkeit bin ich wieder gesund und wieder zurück für einen Cine-Tipp. Und diesmal habe ich einen sehr grandiosen Film für euch. Und zwar... Joe! Yeah! Nicolas Cage hat mal wieder einen guten Film gemacht nach 20 Jahren! Yeah! Nicolas Cage spielt den Charakter Joe, der im Gefängnis war und jetzt mit seiner Vergangenheit abgeschlossen hat. Er will nie wieder damit zu tun hat. Genau gezeigt wird dem Film nicht, was seine Vergangenheit ist, aber sowas. Jetzt arbeitet er im Forstbetrieb, um ein paar Wälder abzuholzen. Mit einer sehr komischen Methode. Die haben so Ghostbusters-mäßig, die haben so einen Rucksack mit Pumpen, der ist so, die haben so eine Axt und in der Axt pumpen die Gift für die Bäume, damit sie leichter abfällen. Also sie hauen ein paar Löcher in den Baum, damit das Gift sich in die Wurzeln rein des Baums, damit die leichter abgehackt werden. Und das Lustige ist, dass Joe, all seine Arbeiter sind Afroamerikaner. Das soll nicht heißen, dass Joe jetzt in der Sklaverei angefangen hat, sondern nee, der ist halt ein cooler Dude und die anderen, die halt die Afroamerikaner respektieren ihn und arbeiten gern für ihn. Im weiteren Teil des Films treffen wir dann auf den 15-Jährigen, gespielt von Ty Sheridan, den man auch aus Mud kennt. Und er spielt ein Kind, der in einer sehr, sehr ärmlichen Familie lebt. Also so noch unterschiedlicher Unterschicht Amerikas geht nicht. Er hat einen Vater, ist ein Säufer. Seine Mutter, naja, weiß man nicht so viel, die sitzt da in der Ecke. Und er hat eine Schwester, die stumm ist, weil irgendwas ist mit dir passiert, auch in der Kindheit, da ging sie auch nicht so tief rein. Aber der arme Junge, der hat wirklich eine schwere Kindheit vor sich. Und im Laufe des Tages findet er, oder trifft er dann Joe und will ihm um einen Job bitten. Gib mir Joe, bitte, bitte, ich kann gut arbeiten. Okay, sagt der Joe, okay, ich nehme dich für einen Tag. Einen Tag, einen Tageslohn kriegst du. Und wenn du mehr willst, dann sag mir Bescheid. Lass uns sehen, wie du arbeitest und ich gebe dir dann mehr Arbeit. Der Junge nimmt an und dann sagt er auch seinem Vater, hey, willst du arbeiten? Willst du ein bisschen Cash machen? Cash, Cash. So, ein paar Bäume abzuholzen. Jawohl, Amerika. Der Film spielt, sagen sie nicht so sehr oder nicht genau im Film. Das ist mehr so ein Geheimnis, aber auch so ein Mysterium. Dieses Land, dieses voll Riesenkuka Amerikas und da versuchen die zu überleben, die Bürger. Was man erwähnen muss, ist... Die Vaterrolle von dem Jungen wird gespielt von Gary Poulter und als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, oh, Alter, ist der wahnsinnig, wieso haben wir in den Jahren nichts von ihm gehört, der ist ja ein super Schauspieler. Er spielt den Obdachlosen so echt, man glaubt, er ist einer. Und ja, es ist in Wirklichkeit einer. Der Regisseur suchte nach echten Obdachlosen, um die Rolle, für die Rolle des Vaters, um es noch realistischer zu sein. Und der spielt, der Typ, Alter, man sieht ihn an und jawohl, er ist so. Mit jeder Aktion, jedem Wort, jede Bewegung, seine ganze Fassade ist echt. Und das ist wahnsinnig geil bei Joe und vor allem die Schauspieler, außer Nicolas Cage und der nicht Schauspieler ist, man sieht sie und man merkt, hey, das sind die Rollen, das sind keine Schauspieler, die Rollen spielen, das sind echte Menschen. Und das macht den Film so geil. Ich meine, Gary Poulter spielt diesen Penner, / Obdachlosen, so echt, dass wenn es Fernseher gäbe mit Geruchssinn, dann würde spürlich wörtlich den Whisky riechen. Weil allein bei jedem Satz, Riesenpfanne, halt, mach mir ab von mir. Aber tragischerweise, zwei Wochen nach dem Filmschluss, also Drehschluss, haben sie ihn dann in einem See tot gefunden. Also, das macht seine Geschichte noch tragischer. Er spielte grandios und das war sein Dank für die Welt. Eine super Performance von Gary Poulter. Joe ist ein Drama zu vergleichen mit Gran Torino. Gran Torino, perfektes Beispiel, weil der Clint Eastwood mit dem Südkoreaner und hier Joe mit dem Jungen haben auch dieselbe Verbindung am Anfang. Mögen sie sich nicht und dann, je weiter der Film verläuft, desto wächst eine größere Freundschaft zwischen den beiden. Und wer Gran Torino mochte, wird mit Joe super zufrieden sein, er wird super entertained werden und die Geschichte ist toll, die Darsteller spielen grandios. Nicolas Cage seit Jahren, ich weiß nicht, wann der letzte Film war, wo er gut gespielt hat, zeigt, hey, dieser Schauspieler, er kann auch was. Nicht als Magier oder Hexer oder so ein Müll.
Ich meine, Nicolas Cage spielt grandios, egal welche Rolle. Egal ob hier im Beispiel Joe oder in einem Werbespot für Hämorrhoiden sein. Er würde alle an die Wand spielen, weil es ist Nicolas Cage. Fazit, super Film, super Comeback von Nicolas Cage. Endlich mal ein Regisseur. Lustig ist, sein voriger Film war Ananas Express. Eine Komödie mit James Franco und jetzt macht er diesen super Drama mit Nicolas Cage. Im Beispiel von dem Film, da sind halt Leute mit einem starken Drehbuch, die noch an einem Schauspieler glauben und sagen, hier, nimm's, ich glaube an dich, du bist noch ein guter Schauspieler, zeig mir und spiel mich an die Wand und ich werde stehend applaudieren vor dir. Habt ihr Joe gesehen? Wie findet ihr ihn? Schreibt es in den Kommentaren. Und meine Frage an euch ist, was ist euer Lieblingsfilm, der so wie Joe in der tiefsten Provinz Amerika spielt? Na, wenn ihr was weißt, schreibt es in die Kommentare. Mich interessiert das. Also bis dann und bleiben wir wieder gesund. Bis zur nächsten Woche, hoffentlich. Also, tschüssi.